Hallo und herzlich willkommen zu Alien Isolation, ein neues Projekt, was wir machen werden. Und ich bin immer noch bei Björn. Jo, Hadi, hallo. Und bin momentan der einzige von uns beiden, der irgendwie Sound auf dem Ohren hat, weil wir den Sound nicht splitten können. Und das Ganze mit Headset spielen, damit es noch besser rüberkommt. Richtig, bei Bloodborne hatten wir es ja so gemacht, dass ich einfach den Fernseher extrem leise gemacht habe. Genau, und ich habe auch das Gamepad in der Hand und wir fangen jetzt einfach mal an. Andersrum wäre bestimmt auch lustig. Ja, genau. So, Headtracking. Die Kamera verfolgt unsere Kopfbewegung. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Vor allen Dingen, wenn wir beide Ich davor wollte gerade sagen, sitzen, wäre wenn wir bestimmt beide. richtig geil. Dann können wir über Hindernisse rüber gucken. Und wir aktivieren auch die Geräuschefassung. Das heißt, wenn irgendjemand hier trinkt oder die Tür offen macht, dann kann es sein, dass das Alien uns hört und uns fressen wird. Oder wir was kommentieren. Ja. Schwierigkeit Mittel, denke ich mal. Herausforderung, die sich meistern lässt. Ja. So, das Sixten-Logo gerade so vor dem schwarzen Hintergrund sichtbar ist. Ich sehe momentan gar Ich nichts. auch nicht. So. Das ist schon fast zu viel. So oder so. Mach euch ans Niedrige. Mir ist bei Bloodborne jetzt tatsächlich aufgefallen, dass es in der Aufnahme sehr hell sogar ist. Dass Okay. es für mich dunkler war. Ja, dann stürzen wir uns einfach mal rein. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ja, das war quasi das Ende vom ersten Alien-Film, den Björn übrigens vor. Ja, fast 24 Stunden zum ersten Mal gesehen hat. Ja, kommt hin. Ja, ich bin so in der Materie nicht drin gewesen, in dem ganzen Universum. Weil es eigentlich gar nicht mein Genre ist. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff, die Anisidora, hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie. Falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist.
Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, wenn Sie wollen. Schön. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Also, wir spielen auf jeden Fall die Tochter von Ripley, die immer noch nach ihrer Mutter sucht. Das spielt halt einige Jahre nach Alien 1. Das ist halt so geil gemacht, dass es einfach immer genauso aussieht wie in den Filmen. Ja, das ist schon ziemlich passend. So, dann melden wir uns mal an hier. Amanda Ripley. Auf der Torrens. Torrens ist hier das Schiff, auf dem wir unterwegs sind. Hier sind sogar die Viecher, die... ziehen sie sich an. Okay, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also ein bisschen träge. Okay. Was kann ich hier machen? Achso, da mache ich die Kuppel wieder zu. Also, 6 Besatzungsmitglieder scheinbar. Jedenfalls ist für 6 hier Platz. Ja. Und hier, signed in. Verlaine. Ripley. Samuels. Hier ist keiner. Connor. Und Taylor. Also 5. Mit dem Sumo-Ringer. Also 5 Leute. Genau. Und zu dritt sollen sie jetzt aufbrechen, wenn sie mit möchte. Genau. Ja, also sie ist ja schon auf dem Schiff. Also, ja, stimmt. Stimmt. Ach ja, die waren da vorher gar nicht auf dem Schiff. Sie war ja vorher auf einer Station irgendwo arbeiten. Ja. Jetzt kann ich das Ganze hier erkunden. Hier piept irgendwas. Wenn du das sagst. Ah. Okay, hier kann ich speichern. Ach so, nee, nicht nein, sondern ja, bitte. Ja, du hast das auch selbst noch nicht gespielt, richtig? Nein, ich hab's nur gesehen. Schon. Du hast Let's Play geguckt, ich hab so die ersten Minuten, beziehungsweise irgendwie Stunden habe ich geguckt. Subkutane Impfpistolen Bindemittel. Okay. Das Ganze ist mehr so ein Survival-Game als alles andere. So viel weiß ich halt. Lass mal hier erstmal nehmen wir einen Scheiß mit hier auf jeden Fall. Schrott ist immer gut, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ladungspack oder Pack sollen wir irgendwo brauchen. Crew Roster. Das habe ich ausgemacht, okay. Crew-ID, also Verlaine und Connor gehören zur Crew, also sind Besatzungsmitglieder. Und Samuels, Taylor und Ripley sind Passagiere. Okay, kann ich mich anziehen? Da war doch gar nichts drin. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Schuhe an und auch, denke ich, noch ein bisschen mehr. Nur Schuhe. So hätte ich mich duschen können. Das hätte ich wahrscheinlich vorher machen sollen, ne? Jetzt wäre, glaube ich, schlecht. Ja, wir duschen einfach mit Klamotten, kein Ding. Okay, super. Danke. Ja, Toilette ist schon mal... Achso, ich dachte außer Betrieb. Das wäre natürlich ganz bitter auf dem Raumschiff. Eine einzige Toilette und die ist außer Betrieb. Tut mir leid. Ja, Caution Bed Floor. Also, so, genau. Hier ist ein Computer. Und da oben kann ich noch... Subkutane Impfpistole. Komponente B. Bestimmt auch gut. Bestimmt. So, Unglückszeugnis. Erstmal erste Trophäe. Ich spiele das auf meinem Account. Richtig. Knapp verpasst. Ich lese mal gerade vor. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kenne für ihn Bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen. Zu Sevastopol. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland Yutani ordentlich.
Viel Glück jedenfalls. Wenn man sie nicht schlagen kann, was? Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. So, geht's dann noch weiter? Nee. Also, da hat einer noch ein Jobangebot gehabt. Für einen Kumpel. Und ja, hat's leider verpasst. Warte mal, ich muss es einmal gerade lesen. Achso, alle drei Lichter. Okay, und ich glaube, wenn das grün unten ist, habe ich auch Ruhe und kann gerade in Ruhe speichern. Okay. Jetzt habe ich gerade eben was gespeichert, jetzt kann ich nicht nochmal direkt. So, wir haben hier eigentlich alles mitgenommen, oder? Da links oben war irgendwie noch was am Leuchten, da. Ah, hier oben, jo. Schrott und ein Sensor. Jo. Ich glaube, die Sachen leuchten immer so grün, wenn man da tatsächlich ran kann. Das kann durchaus sein. So. Caution. Steht hier irgendwo, wo es hier hingeht? Sieht nach einer Luftschleuse aus. Ich glaube, da möchte ich nicht raus. Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, da geht's weiter. Oder hier. Turns, Catch A. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Da hinten ist auf jeden Fall eine Tür, die man öffnen kann. Oder die aufgeht, eher gesagt. Oder ich gehe hier links rum. Könnte eventuell im Kreis führen. Hi. Ah, da sitzt er. Ich gucke mich gerade erstmal hier um. Das sieht so geil aus, einfach. Ja. Das ist grafisch auch extrem cool, auch wenn es nur auf der Konsole ist. Gab's auch für den PC, oder? Kann ich sprinten, ja. Kann ich irgendwie sprinten? Oder linke Stick gedrückt oder so? Hi. Das hier sieht nach dem, ja. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Also das hier ist die Krankenstation. Die kennt man halt genauso 1:1 aus dem Film, aus dem ersten. Ne? Wenn dich erinnern kannst, der Typ halt hier drauf mit dem Alien im Gesicht. Kann dann nach da links reingefahren werden. Mhm. Genau so. Ist voll cool, dass das alles geht. Scannt's jetzt auch, obwohl nichts drauf liegt? Ja, dann kann auch mal drücken. Ich glaube, geht's ja wieder aus. Ja. Ja, okay. Kein Scan. Ist da noch irgendwelcher Scheiß, den ich mitnehmen kann? Leuchtet ja, wenn immer so grün irgendwie. Nee, ich will alles aufnehmen, alles mitnehmen von Anfang an. Jetzt gleich gut ausgerüstet, wenn das Alien vorgehen kann, wenn ich dann ankomme. Ja, aber ich glaube, immer wenn man irgendwas looten kann, dann ist da so ein grünes Licht. Okay, also hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ich will dir gerade, wie ich sprinten kann. Vielleicht geht's einfach noch nicht. Weil ich meine, du hast noch keinen Grund zu sprinten, so gesehen. Kann sein. Okay, kann ich auch noch nicht hoch im Moment. Ja, dann gucken wir doch mal nach den anderen Mitgliedern der Besatzung. Die kennen wir alle noch gar nicht. Genau. Den haben wir auf der Station schon. Der eine hatte scheinbar ein bisschen Probleme oder könnte ein Problem mit dem Hyperschlaf haben. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ist schon mal sehr getroffen. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Ja. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. 15 Jahre also. Genau. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Okay, also wir nähern uns der Brücke an. So, an Taylor. Antwort Sebastopol, Vorfall über den Titanic-Datei, tralala. Hey Taylor, ich habe Ihren Antrag erhalten. Es könnte eine Weile dauern, die Dateien auszugraben und der Vorfall war vor meiner Zeit bei der Firma.
Bei den Details bin ich mir nicht sicher. Im Jahr 2122 ging der Frachter USCSS Nostromo von Wayland Yutani verloren. Keine Spur von Fracht oder Besatzung. Mit Ausnahme eines neuen Wissenschaftsoffiziers hatten alle 7 Crewmitglieder bereits zusammen dort gedient. So, Dallas war der Captain, Ash, wissenschaftlicher Offizier, Kane oder Kane geschrieben, Erster Offizier, Ripley, Dritter Offizier, Lambert, Navigationsoffizier, Parker, Chefingenieur, Brett, Techniker. Das heißt also, der Ash, der Androide aus dem ersten Teil, war sogar auch neu auf der Crew. Wayland Yutani hat dadurch eine Stange Geld verloren. Es gilt als Scheinfleck in der Firmengeschichte. Gut, die hatten ein paar Millionen Tonnen Erz geladen irgendwie, ne? Irgendwas mit 20. Also war auf jeden Fall viel. Ich habe den Eindruck, die haben es nicht gern, wenn man davon spricht. Ich versuche, die Dateien später zu finden und ein paar Punkte zu klären. Wenn sie wollen, kann ich sie mit ihnen zusammen durchgehen. Vielleicht fährt etwas von ihrem Glück auf mich ab. Wie ich höre, haben die hohen Tiere Großes mit ihnen vor. Saul. Und dann haben wir noch... Passagierliste der Torrance. So, Name MSV 7760 Torrance, Raumschiff der Klasse M, Captain Verlaine Diane, Navigator, Kommunikationsoffizier Connor William, Besitzer Verlaine Diane, also Captain gehört das Schiff auch, Vertragsfirma Wayland Yutani, Hin- und Rücktransport des Wayland Yutani Bergungsteams zur Sevastopol-Station. Das Team besteht aus 3 Mitarbeitern von Wayland Yutani: Samuels, C, Ripley, A, Taylor, N. Passagiere: Samuels Christopher, Ripley Amanda, Taylor Nina. Anzahl der Decks: 2. Besatzungsmitglieder: 2. Genau, haben wir schon alles soweit gewusst. Ja. Interstellare Kommunikationsantenne haben wir dabei, also wir können funken, schon mal gut. Fernstrecken-Hyperschlafkammer, so sind wir hier angekommen. Abschlepper zur gewerblichen Passagier-Frachtschiff umgerüstet. Verfügt über intakte, schwere Schlepperbrücke. Okay, also es war mal so ein Abschlepp-Raumschiff und ist jetzt einfach... so ein, Transportschiff für Passagiere geworden. War man Abschlepp war. Haben wir doch auf jeden Fall schon Scheiß dran wieder. Alle das mitnehmen. Ganz nett mit der grünen Markierung. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mich sonst vor jeden Schrank stellen müsste und immer... Das ja, geht eigentlich nur da weiter, ne? Ja, von da hinten kamen wir. Hier ist noch was drin. Radio kann ich es anmachen. Jawohl. Über dieses geile Viecher rumstehen. Bestimmt die harte Gamer-Musik, die da abspielt. Ja, ich glaube nicht, das ist irgendein Gitarrenriff. Ich will was mitnehmen, was lesen die denn hier? Weiß ich nicht. This man, this god. Kenn ich nicht. Sieht auch schon alles ein bisschen abgewrackt aus hier, ne? Ja. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrance in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Okay, sammeln Sie Ihr Einsatzdokument ein. Das klingt nach einem langweiligen Spiel. Ja, bis jetzt ist es so voll chillig, ne? Ich meine auch, ja, sogar alles kein Problem. Rein, raus und fertig ist. Ja, guck Bericht schreiben. Wir gucken erstmal aus dem Fenster. Weltall. Unendliche Weiten. Moment, falsches Universum. So von der anderen Seite mehr zu sehen? Auch das Ding sieht richtig cool aus. Das ist die ganze Station und das ist alles so richtig detailliert, richtig cool gemacht irgendwie alles. Ja, ne? Absolut. Also, gefällt mir mega gut bisher. Ja, hier ist der andere, der Kommunikationsoffizier. Das ist unsere Rechtsexpertin. Geht's hier noch lang? Ach, hier geht's zum Bordcomputer. Wo Mother im ersten Teil ist. So, ja, dann nehmen wir uns mal unsere Einsatzdokumente mit. Bam, erwacht. Ja, sieht sogar aus wie ein Nostromo. Ja. Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran.
Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Sie befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, Colonial Marshall auf der Sevastopol-Station. Haben Sie ernstes Problem? Blitz im Flugzeug. Hallo, Marshall? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Sagt gute Landung, Untertitel sichere Reise. Sehr schön. Er sind keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Okay, also wir haben das scheinbar schon ein paar Mal gemacht. Also wir sind schon mal angekommen, ne? Aber auch nur wir. Letztes Trivia, was ich vorhin im Intro bemerkt habe. Einer der Writer von dem Spiel ist Dan Abnett, der sonst für Black Library Warhammer 40k Roman schreibt. Und zwar ziemlich cooler eigentlich. Okay. Also der hat auf jeden Fall Ahnung von ziemlich düsterer Science-Fiction. Und das erklärt auch, warum die Story von dem Spiel eigentlich ziemlich, ziemlich gut ist, dass der da beteiligt war. Wie das klingt. Wäre nicht dabei gewesen, wäre die scheiße. Ja, weiß man nicht. Also es hätte auch so sein können wie die bisherigen Alien-Spiele, die halt nicht so geil sind, ne? Ja, ist schon richtig, ist schon richtig. Also nicht nur von Story, sondern auch spielerisch. Ja, hier ist ja richtig toll auf der Station. Könnt ihr wieder gehen? Ich weiß nicht, ob wir sicher wieder zurückkommen. Vor allen Dingen ist meine Sicht auch fast gar nicht eingeschränkt mit dem Helm. Das ist richtig super gerade. Sowas finde ich allerdings immer cool. Alter, ich sehe überhaupt nichts. Wenn man sowieso Ego-Perspektive hat und dann irgendwie wirklich einen Helm trägt. Also periphere Sicht ist mal völlig von Arsch grad. Okay, ich kann mich ausziehen, danke. Ja, auf jeden Fall haben wir schon 2 Besatzungsmitglieder verloren. Ja, vor allen Dingen die wichtigen für uns, ne? Also unseren Chef eigentlich. Die uns hier angeboten hat, hier naja zu kommen und die Rechtsabteilung brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber. Oh, hier sieht's ja richtig gut aus. Ich wollte gerade sagen, dunkel. Ah ja, da steht jetzt nochmal, wir werden vor Weihnachten gewarnt, ja. Okay. Danke.
So. Ich frage, ob es hier auch immer noch grün leuchtet, wenn man was aufnehmen kann. Ist es nicht? Also da wird es irgendwie weitergehen. Ja. Und hier. Ja. Ich glaube, ich gehe mal. Könnte auch einen Kreis führen. Könnte sein, ja. Geh erstmal hier lang. Okay, haben wir das. Alter. Können wir da schon bitte nicht lang gehen? Erstmal dunkel. Ja, so rein vom. Kann ich mich irgendwie ducken? Ich glaube, du kannst noch nicht groß was machen. Ah, doch. Rechter Stick. Okay, also ich soll die Ausrichtung der Orbitalstabilisatoren abwarten am nächsten Sicherheitsbereich. Ich bin voll dafür, dass ich das mache. Ja. Ja, hier wärst du. Ja, okay. Warte mal, kann ich mich jetzt eigentlich so? Ne. Kennt die Kamera leider nicht. Immer so müsste die Kamera eben irgendwie umspringen. Hier ist nix. Ja, hier sieht's ja richtig super aus. Ich fand es übrigens, ich meine, ich habe ja momentan wirklich gar keinen Ton. Ich fand es sehr gut, dass dann unten auch stand bei der Synchronisation Rauschen. So, ich hab das halt. Renelier ich halt auf eurer Scheißstation, wenn nichts funktioniert, ey. Hier eure Pylone schubst sich da runter einfach. Da. Wenn du ins Feuer läufst. Ja, ich glaube, ich darf da nicht rein, oder? Ich weiß es nicht. Geschweige denn da irgendwie runter. Ich weiß nicht, ob du da runter musst. Ja, ich glaube, wir gehen hier lang. Ah ja, da ist auch noch was. Oder? Das sieht nicht so. Kann ich hier? Okay, ich kann hier gar nicht lang. Okay. Ja, dann gehen wir hier in diesen vielversprechend aussehenden Schacht rein, der gar nicht dunkel ist. Oh, das geht doch. Ja, netterweise haben sie hier Wartungslampen aufgehängt. Okay, es wackelt alles. Hallo? Die Lampen gehen aus. Ich gebe dir Licht, danke. Sehr angenehm da. Das ist so richtig Premium hier gerade, Mann. Das sieht aber mega geil aus von der Beleuchtung her. Ja. Spielst du mittlerweile wie alt? Halbes Jahr. Echt? Nicht älter? Ich glaube nicht. Kann man eben nachschauen. Holy shit, Mann. Okay, hier hinter mir war das mit dem Feuer. Ja, das hast du jetzt geschickt umgangen. Ja, da hinten ist was. Richtig geschickt. Das ist ein Terminal. Also ich meine, dass es ein halbes Jahr alt ist. Ja, 7. Oktober 2014. Ja. Ich dachte irgendwie echt, das wäre schon älter. Nee. So, wir sind jetzt auf der Sevastopol. Sevastolink. Ordner fehlerhaft. Ja, das ist schon mal super. Stilllegung. An Maschinenraum. Antwort Stilllegung. Also Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol wird stillgelegt. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und neue Postierung sprechen. Aber bis dann haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit einer Minimalbesatzung machen. Es werden also nur ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können, solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits, der Chief. So, auf die anderen Ordner können wir nicht zugreifen. Die sind defekt. Aber die Station wird stillgelegt. Das erklärt, warum auch hier alles so richtig desolat im Arsch ist. Employee Lounge. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht hin. Spaceflight Control. Ist wahrscheinlich auch zu. Ja, dann balancieren wir doch mal hier so richtig Premium über diese Planken. Hammer nice. Premium drüber gelaufen. Das hat schon mal so richtig gut funktioniert. Haben wir erstmal Leben verloren. Verflucht nochmal.
Alter, habe ich nicht irgendwo einfach mal eine Taschenlampe oder sowas dabei? Habe ich einfach gar nichts dabei? Vielleicht hättest du den Raumanzug anlassen müssen. Was ist das denn hier? Achso, das ist irgendein Kreis mit, aber ich habe wirklich nichts. Optimal. Ach, eine Leuchtfackel. Das wird helfen. Zum Öffnen des Interpreters und zum Ausweilen. Okay, wenn ich jetzt... Ah! Wie schlecht, wie sicher war.